Ich kann es da einfach hin. Was ist hiermit? Flüssige Lava. Könnten wir dann von hier an liefern? Und Eisen können wir hier rausschmeißen. Können wir das doppelt machen? Müsste nichts gegen sprechen, oder? Das heißt, hier wäre dann ein... Oh. Ja. Hier wäre dann ein Ausgang für das Eisen. Nach unten. Und hier oben würde die Lava ankommen. Und zwar... Von da. So, dann unterirdisch. Dahin. Und dann hier weiter. Mehr normale Rohre, bitte. Ja. Also andersrum wäre schöner, weil die Lava sollte ja eigentlich hier unten hin. Dann machen wir es doch einfach andersrum, oder spricht da was gegen? Nö, ne? Okay. Das heißt, das ganze Ding runter. Hier hin. Du machst bitte da... Ja, das ist zu nah dran, du kannst von da nichts wegnehmen. Das ist nicht gut. Wir können aber das Fließband höher setzen. Wir können das Fließband so setzen, dass es hier schon einen Knick macht. Und dann immer unterirdisch läuft. Du weg. So, dann haben wir hier vier Felder, wo es rausgenommen werden kann. Ein Hochgang wäre noch ganz schön. Danke. So, also hier vier Felder, wo es rausgenommen werden könnte oder noch mehr. Du nimm dir das bitte. Gucken wir, ob das so aufgeht. Also ein von euch dahin. Den dahin. Du machst bitte auch das. So, Lava soll jetzt von unten kommen. Da und da. Und Eisen hätte jetzt sogar eine Mitte. Das ist schick. Das heißt, wir könnten das Eisen dann nach oben schicken und in hier Richtung Gussanlagen laufen lassen. Dann kommt das Kupfer von hier oben flüssig hier hin. Könnte dann auch zu den Gussanlagen gelaufen werden lassen. Ja, 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 doch. Wäre machbar, wäre machbar. Das heißt, hier bräuchten wir jetzt ganz viele Ärmchen. Drei Stück da, drei Stück da. Das hier ist jetzt nicht so gut, weil man jetzt hier durchlaufen kann, aber das ist nicht so wichtig. Hier. Von da kommt die Lava. Ups. So, also von da unten kommt jetzt die Lava. Und zwar ist das die... Boah, welche Lava ist das? 1600er Lava. Ja. Okay, Lava... Hitze. Waren die Liquid-Händler. Das heißt, ich denke, diesen ganzen Bereich hier brauchen wir gar nicht ein Fließband. Wir fangen sofort hier an mit der Lava-Umwandlung. Also ich denke, ich werde jetzt gleich am Anfang ein paar Fehler machen. Was den Aufbau angeht von der Lava-Geschichte. Aber ich werde einfach den ganzen Platz hier nutzen, um das einigermaßen gut zu sortieren. Also ich will die Tanks nebeneinander haben von den verschiedenen Hitzemodulen. Und ich denke mal von unten nach oben. Also von kalt nach warm nach oben. Vielleicht sogar einfach irgendwo hier. Und dann wird es von hier aus dahin gebracht, wo es gebraucht wird. Das heißt aber auch, wir müssten... Das muss der kleine Fitzelrest an Baum noch weg. So. Also wir brauchen jetzt die reguläre Lava. Die wird abgepumpt.
Ich fange einfach mal ein ganz neues System an. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher. Nimm bitte den. Wie wird die Lava gerade abgebaut? Achso, von dem Geothermal-Dings, das viel zu viel Eisen braucht. So, Geothermal-Dings, bau zwei davon. Das heißt, wir schnappen uns immer die Felder hier und tun einfach so, als wenn das hier unten von da ankommt. Weil hier ist ja eigentlich unsere Lava-Abbau-Geschichte. Wo bist du? Da bist du. Lava. Oh, Angriff. Wie viel? 20 Turrets schießen, nur eine Mauer wird beschädigt. Ja, wir befüttern den da gerade ganz schön. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, also Forschung sollte auch wieder in Richtung Waffen gehen. So, du stehst so ungünstig. Genau, bring das mal dahin. Du bring deine Lava mal, geh weg. So, dreh. Was für Lava kommt da raus? 1400er Lava. Auch 1400er. Warte mal, 1400er war doch für Kupfer, oder? Müssen wir kurz hier drüben gucken bei unserer momentan laufenden Produktion. Da. Ne, 1200. Okay, also es ist genau falsch. Einmal müssten wir es abkühlen für Kupfer und einmal müssten wir es erhitzen für Eisen. So. Das heißt, die... Und es wird auch nichts Kühleres geben als 1200 für irgendwelche Prozesse, denke ich mal. Das heißt, wir haben einen Tank für 1400er hier. Für 1200er hier, das ist das Kupfer. Und den 1600er oben drauf. Und ich denke, ich werde das Ganze mal weiter nach oben setzen, damit ich schön Platz nach links habe. Ja, ist okay. So, du, da. Das heißt, das ist jetzt 1400, das ist 1200. Wir brauchen dementsprechend auch noch ein paar mehr Pumpen. Bau mal ruhig die guten Pumpen. Drei Stück davon. Wir brauchen auch noch mehr Tanks. Zwar die guten. Da, bau auch davon welche. Und wir haben hier schon wieder kein Licht. Hier. So, schon besser. Also, das heißt, die Jungs pumpen jetzt das... Rohre. Die pumpen jetzt das 1400er Lava in den Tank da. Der doof positioniert ist. Ah ne, doch, der Eingang ist da unten. Ja, super, okay. Das heißt, die pumpen die Lava da rein und da kann es dann rausgepumpt werden, um da unten abgekühlt zu werden. Gut, 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 gut. Ausgang hier ist da. Ausgang da ist da. Jetzt verbinden wir die einfach mal. Danach da. So. Und du sollst nicht dahin, du sollst dahin. Ey, es ging gerade so schön auf. Du danach da. So, jetzt müsste es aufgehen. Diese ganzen uralt Poles da. So. Genau, du runter. Was? Runter. Oh, es war ein zu hoch. Müssen wir gar nicht so umständlich machen. Geht viel einfacher. Da nehme ich hin. Da und dann nehmen wir einfach ein ganz langes. Mach mal ein super tolles Rohr. Unterirdisches Rohr meine ich. Und das unterirdische super tolle Rohr geht von da bis da ran. So, 1400er Lava. Gut, jetzt war das mit diesen Liquid-Händlern. Die können
könnten wir so hinstellen. Die brauchen allerdings gar nichts zum Abkühlen. So, 1200. Das heißt, wenn wir die jetzt einfach hier ranbappen, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Müsstet ihr doch eigentlich... Achso, das dauert eine ganze Weile. Ja, produzieren die jetzt die 1200er Lava für hier. Und die Lava, die wir wirklich benutzen später, um Kupfer einzuschmelzen, um Eisen rauszuschmelzen und so weiter, die holen wir uns immer von links ab, von da. So, wir können jetzt Iron Gears und Steel Gears gießen. Das ist gut. Draht ist mir allerdings schon fast lieber. Machen wir damit weiter. Ah, stopp, 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 stopp. Wir wollten Pew Pew machen. Laser Turret Damage. Ja, Research. Pew Pew ist auch wichtig. Auch wenn das ja alles Spaß macht und ich gerne da weitermachen will und so. Was die Forschung angeht, Pew Pew ist wichtiger. Also Überleben ist wichtiger als rumbasteln. Macht auch irgendwie Sinn, denn wenn man nicht lebt, kann man nicht basteln. Ja? Du da. So. Genau, hier. Das ist irre langsam. Jop. Du brauchst Speedmodule. Swoosh. Jo. Okay, also das ist am Arbeiten. Und können wir später auch noch beliebig expandieren. Wir können das Ganze einfach noch hier dann erweitern und dann überall diese Fluid-Händler hinmachen. Ich hätte jetzt ganz gerne noch die 1600er Variante. Damit wir... Ja, sollten wir so machen, ne? Ja. Die 1600er Variante, damit wir gucken können, wie wir das mit dem Antransport von Stein und Kohle machen können. Weil hier war es ja kein Problem. Hier mussten wir nichts dazu packen. Aber bei der Richtung wird es problematischer. Weil wenn wir da jetzt so machen, wir hätten gerne 1600er, müssen wir sowohl Stein als auch Kohle von jeweils einer Seite anliefern. Das heißt... Und noch irgendwas? Nee. Also Lava kommt von unten. Splitter vielleicht? Das ginge, ne? Für ein Jahr. Einer ist viel, viel zu wenig. Das heißt, den nächsten hätten wir dann hier. Dann hätten wir wieder einen davon. Wieder ein davon. Wieder ein davon. Stein, Kohle. Stein, Kohle. Stein, Kohle. Abgedeckt. Stein, Kohle. Abgedeckt. Kohle, Stein. Abgedeckt. Hier, boah, das auseinanderzufrieden wird ein bisschen doof. Beides auf 1. Ja, das wäre am einfachsten. Dann könnten wir das auch anders bauen. Also ich gehe jetzt davon aus, dass wir sowohl Kohle als auch Stein auf ein Fließband bekommen. Das Fließband kommt von oben. Von da nämlich. Das da. Die werden... Wieder ein Angriff. 15 Türme schießen. Nur eine Mauer wird beschädigt. Okay, ist alles gut. Das heißt, die hier setzen wir jetzt alles durch lange Ärmchen. Die hier setzen wir auch durch ein langes Ärmchen. Das heißt, Steine landen nur auf der linken Seite des Fließbands, auf der unteren Seite. Okay. Kohle kommt denn also von irgendwo anders auf die andere Seite des Fließbands. Das heißt, du brauchst denn nur...
erstmal weg. Du brauchst nur ein Ärmchen. Es geht trotzdem nicht so schön. Könnte so. Können wir mal zwei bauen. Ja, es ginge. Also das würde jetzt von da runtergehen. Kommt hier drauf, du bekommst was ab. Dann machst du hier deinen Knick. Gehst da unterirdisch. Kommst da wieder raus. Laser Turret Damage. Gleich nochmal. Ja, gleich nochmal. So, kommst da raus. Jetzt können wir es doch einfach schlangenmäßig rumwuseln lassen, oder? Dann gehst du da rum. Hier muss eigentlich noch ein zweiter hin. Können wir einen zweiten Händler bauen?